die. Aussteigen, Hände hoch. Hände hoch. Kommen Sie langsam von dem Fahrzeug weg. Stehen bleiben, Maske abnehmen. Freunde und Kollegen des guten Roleplays, willkommen zu einer weiteren Folge GTA Online. Heute wollte ich mal ein paar Shops ausrauben. Da ich das noch nie gemacht habe, musste ich erstmal ein bisschen probieren und habe so 2-3 Versuche gebraucht. Was dann passiert ist, das seht ihr jetzt. Wünsche euch viel Spaß. Die aussteigen, Hände hoch. Hände hoch. Kommen Sie langsam von dem Fahrzeug weg.
Stehen bleiben, Maske abnehmen. Okay, drehen Sie sich rum, ich lege Ihnen Handschellen an. Sie sind hiermit vorläufig festgenommen wegen Verdacht des Raubes. Sie haben das Recht zu schweigen, Sie haben das Recht auf einen Anwalt. Haben Sie diese Rechte verstanden? Sir, haben Sie diese Rechte verstanden? Ja. Okay. In welcher Tasche steckt Ihr Personalausweis? Müsste linke Innentasche sein. Okay, ich guck mal nach. Ja, ich finde ihn da nicht. Moment. Müssen wir, glaube ich, mal ein bisschen mithelfen, wo der ist hier. Oh ja, Moment, Moment. So. Ja, sehr gut. Herr Charlie Meyer. Was haben Sie sich denn gedacht bei der ganzen Sache? Wohl sehr wenig, denke ich. Aha. Okay. Wo haben Sie Ihren Führerschein? Der müsste auch dort sein. Gleich da. Okay, ich guck nochmal nach. Sehr gut. Da ist er. So, drehen Sie sich noch einmal um. Ich muss Sie einmal durchsuchen. Wer ist das denn? So, Funkgerät und Handy nehme ich Ihnen weg. Mhm. Wer ist das? Und die Pistole nehme ich auch an mich. Kessel, Herr Charlie Meyer. Charlie Meyer? Ja, das ist ein Asiate, so wie sie aussehen. Ja, so. Ja, bloß weil ich so eine Frisur habe. Nein, nein. Herzlichen Glückwunsch, Sie dürfen jetzt einmal hinten links in den Streifenwagen hier einsteigen. Wir nehmen Sie mit zum LSPD. Herr Meyer. Helfen Sie? Ich mache Ihnen einmal auf. Ja, bitte. Ja, bitteschön. So, der Herr. Ja, war nett. Also, schönen Abend ja. Noch, ne? Ja, nicht so schnell. Sie kommen bitte einmal mit. Bleiben Sie stehen. Einmal die Treppe da vorne runter. Versuch was wert, nehmen Sie es nicht übel. Ja. Das können Sie nachher gerne machen. Rechts rum die Treppe runter, bitte. Machen Sie mir auf. Bitte schön, ist offen. Mache ihn nochmal auf. Bitte schön, einmal durch und dann die mittlere Zelle, bitte. Ich wäre aber gern links mehr, wenn das geht. Ja, leider nein. Okay. Erstmal die mittlere. Na gut. Ist offen, können Sie reingehen. Das sollte. Jetzt aber. Stellen Sie sich einmal hinten an die Wand. Ich nehme dann die Handfesseln ab. Okay. Haben Sie genug zu essen und zu trinken dabei? Ich denke schon, ja. Okay, dann bin ich gleich wieder da. Und, ich meditiere so lang kurz, ne? Ich würde so lang kurz meditieren. Kann man. Guten Tag, hallo.
Ja, ich hoffe doch, dass er noch gut wird. Ja. Dann würden sie aber an die Gitter treten. Sie sind also, wie ist der Name? Nennen Sie mich Charlie. Nee, Sie müssen sowieso den Ausweis zeigen. Aber ich bereite zuerst das Dokument vor, dann nehme ich Ihre Aussage auf und dann dürfen Sie davon flattern. Okay. So, einverstanden? Ja. So, es kann kurz einen Moment dauern. Ich gehe ganz sicher nicht weg. Versprochen. Ja, ich will nur um Verständnis bitten. Ach, das brauchen Sie nicht bitten. Ich bin ein verständnisvoller Mensch. So, dann bräuchte ich einmal Ihren Ausweis, bitte. Vielen Dank, Charlie Meyer. Ich halte nur kurz in Händen. Dann können Sie einmal Ihren Ausweis wieder haben. Bitte schön. Dankeschön. So, ich nehme an, dass Sie noch keine Aussage aufgegeben haben. Nein. Bei einer Aussage sprechen Sie bitte langsam, sodass ich mitkomme. Wer waren Sie eigentlich? Ach genau. Ja, Entschuldigung, ich langer Tag. Mein Name ist PD68 Max Johanni. Ich bin hier für den Innendienst zuständig. Okay. Ja, Sie haben übrigens das Recht, die Aussage zu verweigern und Sie müssen sich nicht selbst belasten. Nein, nein, ist schon okay. Ich stehe für das. Heißt, ich war das okay. Ja. Alles klar, dann. Bitte so sprechen, dass ich mitkomme und nur das Relevante. Also Ihr Frühstück brauchen Sie mir nicht mitteilen. Okay. Wann immer Sie bereit sind. Ja, Sie können loslegen. Ja, ich habe einen Fehler gemacht und ich habe eigentlich wegen dem Adrenalin, wegen der Aufregung, es war ein Fehler im Nachhinein. Ich war etwas aufgebracht und ja, es war ein Fehler. Normalerweise bin ich ein ehrlicher, hart arbeitender Bürger und es tut mir sehr leid, wenn ich da jemanden verletzt habe oder wenn ich da irgendwelche was beschädigt habe oder es war nicht meine Absicht, es war einfach bloß aus Affekt heraus. Es tut mir sehr leid. Unerfreulich Anrufe kriegt und war etwas erregt. Ich weiß auch nicht, was über mich gekommen ist. Sagen wir Kurzschluss an, ich weiß nicht. Alles klar. Sie haben einen Fehler gemacht, waren Aufregung, Sie hatten davor einen unerfreulichen Anruf und waren deswegen etwas erregt und es tut Ihnen leid. Ja. Alles klar, und Sie sind Ersttäter, nehme ich doch an. Mhm. Weil Ihr Name habe ich davon nicht gehört. Wissen Sie schon, was das Prozedere ist eigentlich, auch wer bei einem Ersttäter, das nämlich oft so gemacht wird, dann wird ein Staatsanwalt gerufen, der würde dann hier vor Ort mit Ihnen eine Einigung ausmachen, die dann auch rechtskräftig ist und danach könnten Sie dann gehen. Okay. Ich spreche das noch kurz ab, ich komme gleich wieder auf Sie zu. Okay. Ah, da kommt noch schon jemand. Ich laufe sicher nicht weg. Habt ihr schon Staatsanwalt? Oben. Herr Meier.
Momentan hat leider keinen Staatsanwalt Zeit, das heißt, sie würden jetzt entlassen werden und das entsprechende Urteil wird dann schon noch eben mitgeteilt. In Sachen wurden Ihnen auch abgenommen, nehme ich an. Kriege ich mein Handy wenigstens zurück? Ja, das steht Ja, Sie vorne. kriegen gleich Vorne am alles zurück. Schreibtisch steht die Ja. Kiste. Da können Sie Ah, gleich Ihre Sachen wunderbar. raus. Alles klar, dann mache ich Okay, mal dann. hier. Regel Genau. ich mal. Lass ihn raus. So, Herr Mayer. Wie gesagt, es tut mir leid, ne? Ja. So, da steht Ihre Ah, Kiste. ja, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Dann nehme ich das mal. Gut. Ja, dann Nicht begleiten wir es noch ganz, da aber sehr, draußen. sehr leicht. Okay, versuchen Sie es mal mit ehrlicher Arbeit. Das bringt Ich wirklich bin, mehr. ich arbeite ehrlich seit Jahrzehnten bereits. Aber das war eine Kurzschlusshandlung, sagen wir mal so. Tut mir sehr leid. Dreimal? Eine Kurzfristhandlung? Sagen wir mal, ich hatte meine 5 Minuten. Nehmen wir es mal so. Okay, akzeptiere ich so. Wenn Sie nicht nochmal Ihre 5 Minuten bekommen, dann fällt die Strafe auch nicht so groß Ja, aus. ich hatte Also. einen unerfreulichen Anruf von meiner Ex-Frau und ja, das war nicht so. Das hat mich dann Das sehr kann ich verstehen. wütend. Aber trotzdem dann Herren an der Kasse mit Waffen bedrohen, das ist doch eine Ja, etwas ich sonderbare weiß, ich weiß. Abregung. Es ja, das ist, da müsste ich jetzt eine länger ausholen, um das zu erklären. Ja, es soll ja kein Verhör werden. Man soll ja Nö. nicht sie in die Angel nehmen, in die Mängel, meine ich, Nö, oder wie es ich habe heißt. da kein Problem mit die Wahrheit zu sagen. Ne? Ja. Okay, super. Okay, dann folgen Sie uns mal. Dann sind Sie Genau. auch. Ich folge. Freiheit, Luft. Super. So, das war's dann auch wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Channel und dann sehen wir uns in der nächsten Folge GTA Online. Bis dahin, Servus.